So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir zocken mal den Super Mario Brothers Klassiker und ich bin Manuel bzw. Manu P und wünsche euch natürlich herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Ja, Super Mario Brothers ist 1985 erschienen und damit ein absoluter Klassiker. Er hat die ja, Super Mario Brothers Serie eingeleitet und ja, war auch ein großes Vorbild für viele andere 2D Jump'n'Runs, auch heute noch, ne? Vieles orientiert sich halt in diesem Spiel. Und ja, es ist schon echt geil, dieses Spiel. Und ich dachte, ich zock's mal in einem Let's Play. Wir werden eine Welt pro Part zocken. Und ich werde auch nach jedem Level abspeichern. Ne, warum nicht? Beziehungsweise mal schauen, vielleicht, wenn es ein paar schwierigere Level so in der letzten Welt oder so geben wird, dann werde ich vielleicht auch mehrmals im Level speichern. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das hoffentlich in Ordnung für euch. Wenn nicht, dann habt ihr halt Pech, tut mir leid. Aber ich zocke es nun mal so. Und ja, ne, dann machen wir das so. Wir sind ja schon im zweiten Level. Hier. Und ja, damals hatte jede Welt auch bloß vier Level. Weshalb einige Parts auch, ja, sehr kurz werden könnten. Aber ich dachte mir so, ja, kann ich auch mal machen. So ein bisschen so für zwischendurch, ne? Ein paar kleine Super Mario Brothers Videos sind ja, denke ich, auch ganz cool. Also würde ich zumindest schätzen. Schreibt mal eure Meinung bitte in die Kommentare. Das wäre sehr nett von euch. Weil das interessiert mich natürlich auch, wie ihr zu der ganzen Sache steht. Habt ihr das Spiel eigentlich schon mal selber gezockt? Ich meine, es ist ja schon ziemlich alt. Deshalb haben es viele nicht gezockt. Einfach weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Aber ich finde, es ist trotzdem auch heute noch sehr spaßig so. Und ja, ne, kann man auf jeden Fall zocken. Da ist auch schon mein erster Tod. So, und genau deshalb mache ich die Safe State, dass es umso schneller wieder weitergeht. Sonst müssten wir ja noch auf den Todesscreen warten und so. Nee, das brauch's nicht. Ne? Also, finde ich. Hoppla. Da habe ich jetzt auch wieder den Absprung verpasst. Ja, ich spiele manchmal ein bisschen arg hektisch. Ich gebe es zu. Aber passt schon. Ein paar Fails dürfen ja auch sein. Ne, sonst wäre es ja kein richtiges Let's Play. So. Und ja. Dann hoffe ich, dass ich jetzt nicht daneben springe. Wie so ein Vollpfosten. Ne. Aber das sieht gut aus, weil hier ist auch schon das Ende vom Level. Und wir können damit auch schon ins erste Castle gehen. Ins erste Schloss. Und ja, es ist schon echt krass, wie ich finde, wenn man mal so zurück überlegt, dass es damals bloß vier Level pro Welt gab. Heute gibt es ja teilweise 12 Level pro Welt. Als Beispiel der Limonadendschungel aus New Super Mario Bros. U, wenn ich mich nicht irre. Zu New Super Mario Bros. U Deluxe läuft übrigens auch zurzeit ein Let's Play. Ja, zwei Super Mario Brothers Games gleichzeitig als Let's Plays. Warum nicht? Kann man mal machen. Ja, ich hatte einfach mal wieder Bock drauf. Und dachte, ja, dann kann ich ja auch ein Let's Play dazu machen. Ne? Wenn ich mal wieder Bock auf Super Mario Brothers habe. Ich habe ja mal die Deluxe-Version gestreamt. Habe das dann aber auch tatsächlich aufgegeben. Im zweiten oder dritten Level der achten Welt,
weil, ja, da wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber ja, das war's dann auch vom ersten Part, ne? Wie gesagt, es wird eine Welt pro Part geben, auch wenn einige Parts dann etwas kürzer werden. Aber kann man machen, denke ich. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Freut ihr euch auf dieses Let's Play? Lasst es mich wissen. Und ja, dann danke ich mal wieder fürs Zuschauen und tschüss.